Hallo liebe Fußballfreunde, wir stehen hier im City-Einkaufszentrum bei der Autogrammstunde des frischgebackenen Zweitliga-Aufsteigers KSV Holstein. Neben mir steht Torhüter Kenneth Kronholm, einer der Aufstiegshelden, gerade zurückgekehrt von einer dreitägigen Reise auf Mallorca, wo es ganz lustig hergegangen sein. Kenneth, gib mal ganz kurz einen Abriss, wie es war in den drei Tagen. Also die Frage habe ich jetzt schon öfter gehört. Ich kann mit einem Wort kann ich sie perfekt beschreiben und das ist überragend. Und mehr muss man, es gibt glaube ich nicht noch mehr. Ja. Also wie ist das Gefühl jetzt in Kiel bei dieser Euphorie, die ihr spürt von den Fans, von den Zuschauern? Wahnsinn, unbeschreiblich. Wir haben das ja vor 2 Jahren, haben wir sowas Ähnliches schon mal gelebt. Da war die ganze Stadt außer Häuschen, wir haben es nicht gepackt. Und jetzt einfach nochmal das i-Tüpfelchen draufgesetzt und den Aufstieg klar gemacht. Und das ist unbeschreiblich. Also ich kann das noch gar nicht so richtig fassen. Das ging jetzt alles so schnell hintereinander mit Spielen, nach Hause fliegen, dann nach Mallorca fliegen und dann einfach nur feiern. Und ich glaube jetzt, wenn es dann langsam so ein bisschen ruhiger wird, die nächsten 1-2 Wochen, dann realisiert man, dass man dann auch schon Großes geleistet hat. Und ich bin einfach stolz. Ich bin stolz auf die Jungs, ich bin stolz auf die Fans. Und das ist einfach ein geiles Teil für die Stadt. Wie groß ist die Vorfreude auf die zweite Liga, wo wirklich große Namen auf euch zukommen, die deutsche Meisterschaften gewonnen haben, lange Bundesliga gespielt haben? Ja, riesengroß. Gerade jetzt für die Stadt so viele Jahrzehnte abstinent gewesen. Und das ist einfach geil, wenn jetzt hier Namen wie Fortuna Düsseldorf, Kaiserslautern, wie sie alle heißen, könnte ich jeden Verein da in der zweiten Liga durchgehen. Es macht einfach Spaß, da gegen so Mannschaften spielen zu dürfen. Dann. Das Motto wird sein, drinbleiben in der zweiten Liga. Wie sicher bist du, dass ihr es schaffen werdet? Ach, darüber will ich eigentlich noch gar nicht reden. Also ich bin sowieso immer guter Dinge, ne? Und ich traue meinen Jungs hier alles zu. Und, aber erstmal wollen wir das jetzt feiern und wollen das genießen. Und dann konzentrieren wir uns in der Vorbereitung auf die zweite Liga. Okay, vielen Dank, die Autogrammjäger warten. Es muss weitergehen mit Unterschriften. Jawohl, danke, Kenneth. Alles klar. Ja, tschüss.